song called the East Virginia Blues. Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Miesegrau mit einem kleinen Lebenszeichen. Ich habe ja lange nichts mehr von mir hören lassen. Und ja, heute war das Wetter so schön und ich habe mich etwas besser gefühlt wie sonst. Und da dachte ich mir, es ist wieder an der Zeit, endlich mal rauszugehen. Bisschen in die Natur, wenn auch nicht weit. Ich bin hier in meinem Angelrevier. Hier sind so drei Teiche übereinander, sehr ruhig, ab und zu mal ein Spaziergänger vielleicht. Man hört die Vögel, hoffe ich. Tja, was mache ich eigentlich hier? Gut, ich bin gerade dabei, mir eine Tasche zusammenzustellen, wo ich im Prinzip meine Outdoor-Kochutensilien drin habe. Bin noch nicht ganz fertig damit. Es muss noch einiges raus, vielleicht anderes rein. Wenn ihr einen Tipp habt, was ich weglassen sollte, was ich vielleicht noch hinzufügen konnte. Ich habe jetzt alles reingestopft, was ich hatte und überlege mir in aller Ruhe, was ich gebrauchen kann. Und dazu könnt ihr gerne mit dabei sein. Tja. Ach so, ich habe mir jetzt mal so ein paar Stöckchen zugelegt, weil mit dem Laufen, das geht nicht mehr ganz so gut. Damit habe ich aber mein Gleichgewicht so einigermaßen unter Kontrolle. Und das Schöne an diesen Dingern ist halt, die lassen sich auf diese Größe zusammenfalten und gut im Rucksack
verstauen oder auch auf diversen Reisen mitnehmen, in Urlaub, im Wohnwagen oder sonst wie. Tja, gut, da gucken wir mal, was in der Tasche ist. Tja, das ist eine Tasche von der britischen Armee. Dürfte ja einigen von euch bekannt sein. Eigentlich nichts Besonderes. Das Ding ist neuwertig. Der Verkäufer hatte 3 Stück im Angebot für knapp 6 Euro plus Transport. Ich habe sie alle 3 genommen, weil dann hat sich's auch gelohnt. Eine hat mittlerweile meinen Sohn, einer ist für eine gute Freundin, vielleicht kann die den gebrauchen. Und ja, gucken wir mal, was drin ist. Eigentlich alles, wie gesagt, erstmal durcheinander. Tja, so sieht das Ding erstmal aus. Vollgestopft bis oben hin, das bleibt nicht so. Denn ich will ja auch noch ein paar Nahrungsmittel mitnehmen. Oder andere Dinge, vielleicht für Kurztouren beim Angeln oder irgendwas. Das Täschchen soll einfach dafür sein, dass man das zu Hause mit 2-3 Handgriffen schnappen kann, vielleicht noch etwas dazu tut oder etwas entfernt und dann für den jeweiligen Zweck mitnimmt, zum Angeln, zur Wanderung, zum Camping, im Garten, was weiß ich. Ja? Gucken wir mal nach. Ich packe mal langsam aus. Tja, diese billigen Flaschen kennt ja wohl jeder. Wenn man ein entsprechend großes Pack kauft, bekommt man die durchaus unter 1 Euro. Ich habe noch so einen China Campingkocher, wo man die einklippen kann. Das ist praktisch auf dem Campingplatz für einen Morgenkaffee, wenn alles noch schläft. Ich bin ja ziemlich früh munter. Und bisher war ich mit dem Flaschen auch sehr zufrieden. Ach hier, das ist die Hülle für die Stöckchen. Naja. Gut. Dazu hatte ich bis jetzt immer diesen Adapter Nozzlegas verwendet. Ist auch eine ganz feine Sache eigentlich. Man klappt ihn auf und klippt die Flasche halt ein. Halt, wir machen erstmal oben auf. Wie gesagt, man kann die Flasche dann einfach so einklippen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe das Ding ewig nicht mehr in Gebrauch gehabt. Ich war ja auch sehr lange nicht mehr draußen. Moment, so rum ist richtig. So. Tja, wie gesagt, das System hat mir eigentlich immer ausgereicht bis jetzt. Für kleinen Kaffee mal kochen oder auch auf dem Treffen oder so. Wenn man jetzt nichts Großes zubereitet, eine Erbswurstsuppe, Kaffee, einen Tee. Und ich habe auch noch einen etwas größeren Brenner dazu, falls man mal richtig kochen will. Ja gut, ich schmeiß das mal an. Wenn ich jetzt irgendwas finde, womit ich es anzünden kann. Er hat keine Piezo-Zündung. Man kann sehen, das macht ordentlich Betrieb, das Ding. Und für kleinere Zwecke durchaus ausreichend. Das passt auch gut. Mein GSI-Becher da drauf. Mit selbstgebastelten Deckel. Und das ist ein Kochset mal so für schnell unterwegs, mit dem ich, wie gesagt, auch ganz zufrieden bin. Tja, das war die erste Option, die ich bis jetzt hatte, oder eine von den ersten Optionen. Und das ist auch vollständig ausreichend.
Tja, ich bin gerade unterbrochen worden. Mein Sohn hat wieder mal einen kleinen Notfall und ich habe ihm halt geantwortet, aber jetzt geht's weiter. Gut, das war Kochsystem Nummer 1. Kann man sehen? Ja, gut. Und weiter geht's. Tja, Schachtel Streichhölzer kann man auch immer dabei haben. Und ich habe natürlich auch noch den Trangia dabei. Mit meinem Lieblingsspiritusfläschchen, wo man auch, wenn der Kocher brennt, noch nachfüllen kann. Das brennt ja an dem Röhrchen nicht zurück. Also geht das. Auch dieses System ist meiner Meinung nach für kleine Touren durchaus geeignet. Wie gesagt, man kann damit nicht kochen richtig, man macht Wasser heiß. Es geht auch mal eine Kleinigkeit, was weiß ich, eine Suppe heiß zu machen oder so. Das ist kein Problem. Auch das hat seine Berechtigung. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Zweitkochsystem dabei haben sollte. Meinem Prinzip wiegt es ja nicht viel. Der Kocher wiegt nicht viel. Und ein Schluck Spiritus in diesem praktischen Fläschchen ist auch noch zu transportieren und nimmt nicht so viel Platz weg. Zumal das ja ganz gut in die Tasse passt. Gut, stellen wir das auch erstmal beiseite. Da habe ich mir noch etwas Kaffee eingepackt, ohne Zucker. Mit Milch allerdings, mal für so ein schnelles Getränk. Ich koche mir nachher auch noch mal ein. Mal sehen, welchen Kocher ich verwende, keine Ahnung. Schauen wir dann mal. So, neu in meinem Sortiment ist auch dieses Brettchen. Das ist, wenn man halt mal draußen eine Zwiebel schneiden muss, ein Stück Fleisch, Gemüse, irgendwas zubereiten will, ist das ganz praktisch. Dazu habe ich geschenkt von einer guten Freundin, habe ich geschenkt bekommen, einen Titanlöffel. Schön ist, dass die Dinger nicht so heiß werden beim Anfassen, also man damit auch gut umrühren kann. Sehr leicht und nicht klein, also nicht zu klein, man kann damit vernünftig essen. Habe ich getestet, ist gut. So, was habe ich noch in meinem Set dabei? Mein Opinel, was ich mal umgearbeitet habe vor einiger Zeit. Klingengeometrie hat sich, oder die Klingenform hat sich auch leicht geändert dabei. Ich habe es in Öl gekocht, damit der Griff auch resistent ist. Man kann sich mal eine Scheibe Brot abschneiden, man kann Gemüse verarbeiten, Fleisch. Also auch das Ding habe ich eigentlich immer mit dabei beim Camping oder beim Essen. Das ist einfach mein Messer für draußen, für Küchenarbeiten. Gut. Habe ich mir überlegt, man kann auch hin und wieder mal Gewürze gebrauchen, wie gesagt, wenn man was nachsalzen, pfeffern will. Dieser kleine Streuer, war gut, so klein ist er hier nun auch wieder nicht. Vielleicht ersetze ich den noch, es gibt noch einen kleinen Verschlüsselanhänger, Verschlüsselbund. Aber gut, das ist dann auch nur Notfall. Und das hat man drin, man hat hier Paprika drin, Peperoni, Salz, Pfeffer, ja, Curry, eigentlich alles, was man so an der Outdoor-Küche gebrauchen kann. Sehr schön verpackt. Gut, das Packmaß ist so groß auch nicht. Wenn man jetzt wirklich was kochen will, dann lohnt sich das, das Ding mitzunehmen. Kostet keine 5 Euro. Bestellt habe ich das in diesem großen Versandhändler aus Mittelamerika oder Südamerika vom Amazonas halt. Gut, egal. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Kriegt man auch im Campingbedarf.
Und dann habe ich noch eine Wasserflasche, die schätzungsweise ein Liter fasst. Die Flasche an sich ist sehr leicht. Meine Nalgene ist halt schon etwas schwer gebraucht und die gedenke ich zu ersetzen, aber übergangsweise nehme ich das. Gut. Was haben wir noch drin? Was neu dazu gekommen ist, ist halt dieser Nierenbecher aus Edelstahl. Den wollte ich schon immer haben. Gibt es ja auch von ausländischen Herstellern. Moment, das mit dem Griff gefällt mir noch nicht so ganz. Lässt sich sehr schön greifen. Und durch diese drei Stäbe, also die zwei Außenbügel und den Innenstab, das fand ich auch ganz gut, hat man auch das Ding richtig in der Hand. Der Deckel, den musste ich etwas nachbiegen. Außen diesen Rand, der hat sehr, sehr fest hier drauf gepasst. Und wenn man dann beim Kochen mal nachgucken will, dann hebt man im Prinzip den ganzen Becher mit an. Also habe ich den Rand ein bisschen nach außen gebogen mit der Zange vorsichtig. Man sieht das auch nicht so, es sind keine Schadstellen dran. Und so gefällt mir das Ding halt besser. Ein Stück Schnur, damit es nicht klappert. Und dazu, was neu ist, diese kleinen Kartuschen, wo natürlich dieser Brenner oben auch perfekt drauf passt. Und ich finde das System super gut. Also das Packmaß ist gering. Zumal diese Gasflasche halt auch in meinen GSI-Becher passt. Dazu dieses kleine Ding zusammengefaltet und perfekt. Ich mache das mal auseinander. So. Mache ich jetzt aber im Moment nicht zusammen. Gut, was habe ich noch mit? Der Becher ist ja auch jedem bekannt. Gibt es für ein paar Pfennig irgendwo zu kaufen, bei jedem Autohändler. Hatte ich noch nie in Benutzung. Man sieht es, das Schildchen ist noch dran. Ich habe den schon jahrelang zu Hause irgendwo rum oxidieren. Ich wollte halt mal testen, ob sich da eine kleine Menge Suppe oder Kaffee draus trinken lässt, ohne dass es einen größeren Nachgeschmack gibt. Gut. Dann habe ich noch ein Geschenk von einem Freund dabei. Was ich eigentlich auch super finde, aber ich weiß nicht, wie ich es einsetzen soll, wie das immer so ist. Das ist eigentlich gedacht, um mit einem Dreibein einen kleinen Kocher einfach übers Lagerfeuer hängen zu können. Dieser Topf muss natürlich einen Henkel besitzen. Und die Kettenlänge ist halt leicht verstellbar, sodass man immer den optimalen Abstand hat. Also man kann das ja mit diesem kleinen Haken hier irgendwo einhängen und dann, wie gesagt, die Länge verändern. Werde ich jetzt nicht wirklich mitführen, aber ich wollte es halt der Vollständigkeit halber, wollte ich das halt nochmal zeigen. Ja, der Tisch füllt sich. Wie gesagt, Schnur habe ich auch immer mit dabei. Dann habe ich noch mal so einen Mini-Brenner, dasselbe wie da. Den habe ich mir halt gekauft, damit ich auch in einem anderen Rucksack das mal mitnehmen kann, ohne dass ich jetzt alles umbauen muss. Ich habe diese Brenner, wie gesagt, auch noch in größer und finde die sehr gut. Tja, dann habe ich hier noch in einem Briefumschlag, weil mir die Hülle verloren gegangen ist, die Buschbox dabei. Also ich kann auch mit kleinen Holzstückchen feuern oder eben auch
den Tranke ja da drin verwenden, was sehr gut geht. Eine Höhle werde ich mit dementsprechend mal nähen demnächst. Tja. Ansonsten eine Mini-Taschenlampe. Einen kleinen Schleifstein. Eigentlich sinnlos, einfach kochen wird das Messer nicht stumpf. Und dann habe ich noch ein kleines praktisches Benzinfeuerzeug mit Dichtung. Na gut, Sprit ist alle. Ich habe es halt auch oft gebraucht. Finde ich sehr praktisch, kann man sich an den Schlüsselbund hängen und durch die Dichtung geht das Benzin auch nicht verloren da drin. Hält sich monatelang, ohne dass da was verdunstet. Des Weiteren habe ich mir so einen kleinen Adapter zugelegt, der sich ebenfalls in diesem, Des Weiteren habe ich mir einen kleinen Adapter zugelegt, mit dem man halt mit dieser Gasflasche diese Dinger nachfüllen könnte oder sollte können. Das muss ich noch testen, aber wie gesagt, die Dinger sind neu, also noch voll. Tja, eigentlich war es das jetzt schon. Ich koche mir jetzt einen Kaffee, räume das wieder ein und dann werde ich auch meine Schritte wieder nach Hause lenken. Aber so eine Stunde chillen tue ich hier schon. Das tut gut, mal wieder draußen zu sein, den Sonnenschein zu sehen. Das Eis auf dem Teich taucht langsam weg. Ja, gut. Ja gut, starten wir das Ding mal. Ich habe, wie gesagt, noch keine Erfahrung damit, aber was soll da anders sein wie mit meinem Adapter Nötzelgas? Nur, dass das halt eben ein bisschen besser steht, meiner Meinung nach. Und dass es eigentlich mir auch besser gefällt, muss ich echt sagen. Da kommt einiges drauf. Also mal schauen, das ist ungefähr die normale Temperatur mit 50 Milliliter. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Tja, das war es eigentlich dazu. Vielleicht habt ihr andere Vorschläge oder andere Systeme für kleine Ausflüge oder auch fürs richtige Kochen. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch weglassen sollte oder was ich dazu nehmen könnte. Was auf alle Fälle bleibt, ist dieser GSI-Becher und dieser kleine Brenner. Ich finde das so super. Und wie gesagt, die paar Gramm Gas, die jetzt davon gegangen sind, das ist nicht die Wucht. Zumal ich demnächst auch ausprobiere, sobald leer, ob ich dieses Ding wieder gefüllt bekomme. Gibt es ja genug Videos, müsste also funktionieren. Ich werde meinen Kaffee noch genießen und die schöne Natur hier ringsrum und
paar neue Kräfte tanken für meinen weiteren Weg. Steht mir einiges bevor, aber darüber möchte ich jetzt nicht unbedingt reden. Ja, schauen wir mal. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Geht raus. Habt Spaß. Bis dann. Tschüss.